Hallo und herzlich willkommen. In Woche 1 wollen wir euch die Grundlagen digitaler Jugendbeteiligung erklären. Jugendbeteiligung bedeutet, dass Jugendliche mitmachen und in ihrer unmittelbaren Umgebung Einfluss nehmen können. Als Merkmal einer guten Beteiligung erfahren Jugendliche dabei Selbstwirksamkeit, indem sie ihre Fähigkeiten und Talente einbringen und Kompetenzen erwerben. Dadurch entwickeln sie ein gesellschaftspolitisches Bewusstsein und erleben, dass sie eine eigene Rolle in einer demokratischen und politischen Gesellschaft entwickeln können. Aber was ist eigentlich digitale Jugendbeteiligung? Digitale Jugendbeteiligung heißt, dass sich Jugendliche aktiv in gesellschaftliche und politische Beteiligungsprozesse einbringen und dabei digitale Medien nutzen. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass sich Erwachsene mit den Lebenswelten Jugendlicher auseinandersetzen. Die rechtliche Grundlage zur Mitbestimmung von Jugendlichen für Vorhaben und Planungen im öffentlichen Raum wird in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Baden-Württemberg zum Beispiel regelt der § 41a der Gemeindeordnung das Mitsprache- und Mitmachrecht von Jugendlichen. Aber auch in § 1 des SGB VIII wird auf das Recht Jugendlicher auf Förderung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hingewiesen. Unterstrichen wird dies auch im Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention. Junge Menschen haben verschiedene Bedürfnisse und Interessen und kommen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Sie haben ein anderes Zeitverständnis, wollen eher spontan zu einem Problem Stellung nehmen und bevorzugen eine rasche Entscheidungsfindung. Die persönliche Motivation der Jugendlichen bleibt aktiv, wenn sich der eigenständig erzielte partizipative Erfolg unmittelbar zeigen kann. Von besonderer Relevanz ist auch das Informieren über die Nutzung digitaler Medien, da urheberrechtliche wie datenschutzrechtliche Aspekte eine Hürde darstellen können. Es sollte sichergestellt sein, dass Jugendliche ausreichende Kenntnisse über die Gefahren im Internet haben und wissen, dass nicht jede Information seriös ist. Aber wie geht denn jetzt eigentlich digitale Jugendbeteiligung? In Anlehnung an die Guidelines für gelingende E-Partizipation Jugendlicher der Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland wollen wir euch nun zeigen, wie digitale Jugendbeteiligung aussehen kann. Wie bei anderen Vorhaben und Prozessen geht es auch hier zunächst in eine Entwicklungsphase, in der das Thema und die Instrumente ausgehandelt werden. Alle Beteiligten einigen sich, wie Entscheidungen getroffen werden sollen. Sie machen sich darüber Gedanken, wer erreicht werden soll und wie das gelingt. Es wird festgelegt, welche digitalen Medien für den Jugendbeteiligungsprozess genutzt werden und es wird über aktuelle Teilhabeprojekte recherchiert. Zu prüfen sind die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene, um eine Datenschutz- oder Copyright-Verletzung bereits im Vorfeld zu vermeiden. Wichtig ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich Jugendliche unter sich austauschen können. Dann werden die festgelegten Rahmenbedingungen umgesetzt. Die Teilnehmenden müssen wissen, wer die Ansprechpartner sind und wer sie berät. Wichtig ist aber auch, über Grenzen und Chancen des Beteiligungsprozesses zu informieren und den Handlungsspielraum genau zu definieren. Die Jugendlichen sollen genau wissen, was möglich ist und was nicht. Hierfür eignet sich eine Mischung aus Online- und Offline-Angeboten. Zu den Offline-Angeboten zählen nicht nur Flyer oder Fragebögen, sondern auch öffentliche Jugendplattformen wie Jugendforen oder Jugendparlamente. Über die ausgewählten Tools haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen, Anliegen und Bedürfnisse zu äußern, auf Missstände hinzuweisen und ein Feedback zu geben. Das schafft Transparenz und fördert das Miteinander und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Der Beteiligungsprozess verläuft am besten, wenn bereits bestehende Netzwerke genutzt werden. Dies können zum Beispiel Jugendverbände, Jugendarbeiterinnen, Schulen und Unternehmen sein. Öffentlichkeitsarbeit ist auch wichtig und wird durch zusätzliche Social-Media-Arbeit wie Pressemeldungen, Facebook-Werbung
oder E-Mail, Newsletter und vieles mehr unterstützt und macht das Projekt bekannt. Möglichst viele Nutzerinnen sollen dadurch für die Teilnahme am geplanten Beteiligungsprojekt erreicht werden, können mit einbezogen werden und mitmachen. Die Informationen müssen auf die Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmt sein und sie müssen jederzeit Zugriff darauf haben können. In der Input- und Dialogphase stehen Diskussionen um das konkrete Thema im Fokus sowie die Frage nach dem Ziel des Beteiligungsprozesses. Wichtig ist zu wissen, wer wofür zuständig ist, welche Hintergründe von Bedeutung sind und wie der Zeitplan formuliert ist. Die Jugendlichen sollen stets in den Teilhabeprozess mit eingebunden sein, der von den Teilnehmenden oder Verantwortlichen des Projektes dokumentiert, ausgewertet und archiviert wird. Hierbei spielt die Zeit eine wesentliche Rolle, denn manche Angelegenheiten dauern einfach länger. Das müssen die Jugendlichen wissen und es muss ihnen auch so vermittelt werden. Involvierte Entscheidungsträgerinnen sollten über aktuelle Ergebnisse informiert werden, zum Beispiel Gemeinderätinnen, Unternehmerinnen oder Politikerinnen. Die Umsetzung des Vorhabens sollte von Anfang bis Ende transparent und nachvollziehbar sein sowie in jugendgerechter und ansprechender Form gestaltet werden. Jugendliche können den Verlauf und das Ergebnis ihres Beteiligungsprozesses an- und einsehen und mit der Familie und mit Freunden in sozialen Netzwerken teilen. In der Auswertungs- und Evaluationsphase ist das Feedback aller Akteure gefragt, um zu erfahren, wie der Partizipationsprozess für alle Beteiligten subjektiv verlaufen ist und um konkrete Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf Prozesse, Tools, Software und die Umsetzung von Themen aufzuzeigen. Mit diesen Erkenntnissen kann das Verfahren modifiziert, optimiert und verbessert werden. Anregungen zur praktischen Umsetzung digitaler Jugendbeteiligung zeigen die gute Praxis und Projektideen auf www.jugend.beteiligen.jetzt.